Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Hier in Isla Milonda. Ich habe euch mal den Weg erspart von da drüben bis hierher. Weil das doch ein etwas längerer Weg war. Letzten Part habe ich in der Vergangenheit ein paar Missionen gemacht. War nichts Schweres dabei und es sind auch gerade keine Aufträge zur Verfügung. Also schauen wir bei der MS Ranger, ob sie schon fertig repariert ist. Wie sieht's aus, ihr zwei? Der Anblick der Miss Ranger rührt mich beinahe zum Tränen. Nicht im Traum hätte ich es für möglich gehalten, dieses prächtige Schiff noch einmal zu Gesicht zu bekommen. Noch einmal? Das heißt, du hast sie schon mal gesehen. Das freut mich sehr für dich, Meister. Das ging auch schnell. Ihr kommt gerade richtig. Die Reparaturen an der Miss Ranger wurden nämlich soeben abgeschlossen. Party! Vielen, vielen Dank, Buka! Dank deiner großartigen Arbeit ist die MS Ranger nun wieder voll einsatzbereit! Aber, ihr macht mich ja ganz verlegen! Ich habe mir das Schiff noch einmal ganz genau betrachtet und ich konnte sehen, dass ihr es im wahrsten Sinne des Wortes gehegt und gepflegt habt! Es ist wohl mal etwas Saft verschüttet worden, alles ist auch schon alles! Saft! Hätte dieses Schiff auch weiter wie euer Augapfel, das hat es verdient! Buka, du bist mir vielleicht eine Marke. Man könnte ja gleich meinen, du sprichst über dein Kind. Ist es ja auch. Ja. Nun, damit liegst du gar nicht mal so falsch. Mein Meister hat nämlich mit an der MS Ranger gebaut, als er ganz jung war. Und somit handelt es sich dabei irgendwie wirklich fast um sein Kind. Irgendwie, ja. Tja. Was? Wirklich? Ja, ganz gewiss. Und wenn auch. Was? Und wenn auch? Da gibt keinen Sinn. Mein Meister hat außerdem noch die große Bunkerbrücke und die Windmühlen von wieder die Argola und... Ach, was sage ich denn da? Mein Meister hat gewissermaßen alles aus Holz gefertigte Bauwerke, auf die du im Oblivia stoßen kannst, eigenhändig errichtet. Der war fleißig. Einige wenige Bauten aber gehen auf mein Konto, wenn mir die Bemerkung erlaubt ist. Ihr habt doch gewiss schon jene Brücke überquert, deren Aussehen Weg... An den gestreiften Hemd erinnert, das nicht gerade direkt nicht war? Eine Brücke? Sie ist zwar recht holprig und zwischen den Holzblöcken Zwischenräumen, aber gerade das verleiht ihr Festigkeit. Junge, hat wirklich Potenzial. Ha! Ah, erstmal Scherz beiseite, mein lieber Nick. An deine Ungeschicklichkeit müssen wir wirklich noch wenig arbeiten, ja? Hole rasch eine Säge, dann können wir das gerade gründlich üben. Welche Brücke meint er denn? Aber Meister! Bei meinem Bizeps wird doch jeder Seemann grün von Neid! Ja. Mucke ist auf jeden Fall ein ganz hervorragender Handwerker. Sehr streng und kleinlich zugegeben, aber mit ganz viel Talent gesegnet. Für ihn war es daher leichtes, das Leck in der MS Ranger abzudichten. Und das ohne einen Hafen zu machen. Einfach mal im Wasser so repariert, warum nicht? Hätte nicht Lust auf einen kleinen spontanen Segeltörn? Na, nur ihr zwei alleine? dafür haben wir jetzt keine Zeit, Moritz. Lass uns schleunig zum Fire-Dire-Vulkan aufbrechen. Zum Fire-Dire-Vulkan? Was? Soll das etwa heißen, dass ihr wieder die Spur der Pokémon aufgenommen habt? Yep. Dem Adventure kannst du jederzeit ablegen. Sprech mich einfach an, wenn ihr soweit seid. Ich bin soweit, also spreche ich dich gleich mal an, Moritz. Sprich an. So. Natürlich mit dabei Blindfass der Vergangenheit, Zwirfins, Skuntag und Zwirklob. Bist du bereit für die Reise zum Fire-Dire-Vulkan? Oder Fire-Dire? Wie man das richtig ausspielt, ich habe keine Ahnung. Also, die Klasse, lass uns mit der Generalüberholten MS Ranger gleich in See stechen und zum Fire-Dire-Vulkan aus. Ich meine, natürlich, ausbrechen. Nein, nicht ausbrechen. Ich meine, aufbrechen. Auf! Zur Insel Fire-Dire. Ach, meine Güte. Nach einer etwas längeren Part und einer richtig coolen Musik, die mich irgendwie ans Mario-Universum erinnert. Ich weiß nicht warum. Das hier ist also der Fire-Dire-Vulkan. Du darfst schnell Zinnober-Auge ausfindig machen und Lavados beschützen. Jo! Mission beschütze Lavados! Wir sind auf der Karte jetzt ganz rechts unten. Auf zum Gipfel des Fire-Dire-Vulkans! Auf zum Gipfel von
Fajadera oder so ähnlich. Willkommen auf der Isla Fajadera. Auch die Lava des Fajadera-Vulkans heißt dich herzlich willkommen. Was, die Lava? Oh, heiß hier! Das gibt mal direkt hier ein Pikachu. Soll ich es mitnehmen? Nehme ich mal mit. Wer weiß, wozu ich es gebrauchen kann, weil Aufladen ist immer gut. So, BKB. Oh, greifst du schnell an, mein Freundchen. Heia. Und paps. Dachte mir schon, dass sowas kommt. Erlaub mir mal hier ein bisschen auf. Und jetzt habe ich schön bunte Fanglinie. Yay. Die bunte Fanglinie ist cool. So, schneller Fang. Was, das war noch schneller Fang? Ich bin aber langsam unterwegs meistens. So, Glumanda habe ich noch nicht. Okay. Ich verwechsel das wieder mit Pokémon über Almir. Also, Pokémon Ranger. Die Almir-Region, ja, das war cool. Aber diese Region hat es auch in sich, natürlich. Die Oblivia. Rasend schnell fangen und Fangleistung S. Das allererste Mal, dass ich S habe. Woo. Du erhältst einen RP, wenn man das so geschafft. Das ist gut, ja? Gruppe Feuer, Pokéstärke Feuer, Brand 1, Glumanda. Ist nett, einen Glumanda zu haben. Ja, ein Rasen, ein Rang S-Fang gibt einen RP und dann schauen, wie ich irgendwie was individualisieren könnte. Energie plus, ist nett, ruhende Kraft plus, was ist das? Also stimmt, im Notfall mehr Stärke. Auffrischung plus ist auch nicht schlecht. Nach Fangversuch gibt es eine Energie mehr, aber. Nötige Aufladung. 33 Hundertstel weniger? Das zahlt sich ja fast schon aus. Hust, hust, hust. Maximale Energie. Ich mach mal einen auf Power Plus und dann noch eins. Dann habe ich Level 10 am Power Plus. Aber ich mein Fang kommt ganz schön aufgepowert. Warum nicht? Spricht nichts dagegen. Die Musik ist ja wirklich geil. Dum, 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 dum. Oh, und hier sind die Pokénapper. Das ist doch nicht zu fassen! Ihr habt es tatsächlich bis hierher geschafft! Jo, wir sind geschwommen, ne? Uns versagt ihr Suppe nicht, das garantiere ich euch. Hey Pokémon, zerstört die Fangkunst der beiden Ranger! Wieso? Sonja macht nicht mit. Ich bin hier der Ranger, ja? Sonja ist nur zur Zierde da. So, Funpi und Flamly. Beides süße Pokémon. Funpi seit der zweiten Generation, Flamly seit der dritten. Funpi ist Boot-Pokémon, reines Pokémon. Was physisch, defensiv und offensiv sehr gut ist, seine speziellen Werte sind. So, naja. So, das war nett. 1000 Erfahrungspunkte. Was, Flamly habe ich auch noch nicht gehabt? Jetzt wird's auch recht. Gruppe Feuer, Bockestärke Feuer, Brand 1. Jo, Flamly und Funpi. Das wusste ich, dass ich noch nicht habe. Gruppe Boden, Bockestärke Boden, Fähigkeit Tackle 2. Tschüss, Flamly und Funpi. Du bist wahrscheinlich starr, ich meine, weniger schwach als ich dachte. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Trotzdem war dein Sieg nichts, aber es ist purer Zufall. Hör schon auf, dich zurechtzufertigen. Gehen wir lieber zurück zum Vulkangipfel. Doch zuerst ein Naturschauspiel der besonderen Art für euch zwei Ranger. Was meinst du? Ein Naturschauspiel? Wo? Wow! Ein kleines Erdbeben! Hä? Was war das? Was war denn das gerade für ein ohrenbetäubender Lärm? Wenn ich das wüsste, Sonja, wäre ich schlauer wie du. So, einmal kurz speichern, denn hier beim Fajadera-Vulkan geht's heiß her. Wenn man das so ausdrücken will, ja, das ist ein guter Vergleich. So, man sieht schon, hier ist ein kleiner Ascheregen. Und hier ist die Lava. Ihr könnt euch doch sehr damit brüsten, Pokémon zu sein, aber über diese brodelnde Lava werdet ihr es nie im Leben schaffen. Also drüber springen geht ja noch, das ist ja nicht weit. In Punkt der Kristall bin ich unschlagbar! Kommt doch her, wie ihr könnt! Kommt doch her! Lalalalala. Oh Mann! Wir müssen den Lavafluss irgendwie allen Einhalt gebieten!
eine Brücke drüber bauen oder... Ja... Ich kann nicht drüber, Leute. Es geht nicht. Auch wenn ich hier Pokémon einsetzen will, es geht nicht. Moment, darf ich Pokémon einpacken? Danke sehr. Und hier ist ein Smogmog, das aufgebracht ist. Smogmog! Also ernsthaft, wie will man einen Vulkan wieder löschen? Das geht nicht. Okay, theoretisch schon, aber der Bug sieht jetzt anders aus. So, und Pidgey mit seiner neuen Stärke, weil seine Ukulele. Yay! Mann, muss man Zwirkins wegmachen. Yay! Oh, wie Pidgey abgeht. Na? War ein etwas längerer in der Fang, aber ist halt Smogmog. Affiliates Fangleistung B. Gruppe Gift, Pokéstärke Gift, Zertrümmern 2, Smogmog. Ist ein cooles Gift-Pokémon seit der ersten Generation. Es stellt eine Giftwolke dar. Eine Gaswolke, genau sowas. Ah, okay. Ich muss diesen Stein hier vorschieben. Mit Tackle 2, okay. Skundank, das ist dein Job. Wenn man Skundank nicht hat, nimmt man das Fumpy, das hier in der Nähe ist. Gut, Skundank, mach das hinne! Booms! Somit wird der Lavafluss. Ja, aufgehalten. Eigentlich müsste das etwas länger dauern, dass es wieder erkältet, aber. Erkultet. Ach, so ähnlich. Bis es kalt ist, so. Ich nehme mal das Fumpy hier mit. Fumpy! Fumpy! Moment. Und aufladen! Hui! Ah, verdammt. Also voll wert. Das war so viel wert wie nix. Ja, Peach mit seiner Pokestärke geht jetzt richtig ab. Ja, Fumpy gefangen. Und jetzt dürfte ich eigentlich das Donphangel kriegen, was hier unten ist. Genau, jetzt ist es frei. Jetzt kann ich ja auch rübergehen. Ein Donphan! Die Weiterentwicklung von Fumpy! Super! Dong, hui, 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 hui. Stopp! Kann das bitte reinkommen? Danke! Ach, Mann. Schneller an, als ich dachte, Donphan. Also Donphan ist ein interessantes Boden-Pokémon. Erdbeben, Tarnsteine und es kann Eissplitter erlernen per Zucht. Gruppe Boden, Pokestärke Boden, Tackle 3. Es ist ein cooles Pokémon. Für meinen Geschmack wird es aber ein bisschen zu oft benutzt. Ein bisschen. Das geht ja noch. So, hier ist ein weiterer Laberstrom, wo ich nicht vorbei kann. Und hier ist eine Leiter. Wie die Leiter hier auch immer steht. Und oh, ein großer Felsen. Da brauche ich sogar Donphans Hilfe, denn der braucht Tackle 3, um ihn verschieben zu können. Ja. Und jetzt Donphan, mach das hinne! Bams! Rutsch, rutsch! Und der weitere Laberstrom wird gelöscht oder aufgehalten, wie man sieht. Nur so eine kleine Fanfrage. Werden diese Steine eigentlich nicht ultra heiß, wenn sie den Lavastrom aufhalten, also die hier sind? Weil die halten den Lavastrom auf, aber müssen die nicht da ultra heiß werden dabei? Naja, ich bin kein Steinologe oder Vulkanologe. Weder noch. Und hier sieht man sogar auf dem Boden. Wow, ziemlich aktiv hier. Da bleibt mir ja fast die Spucke weg! Wie im Himmelswillen habt ihr es nur gemacht? Och, wir können zaubern. Dann bleibt uns wohl nur noch unsere altbewährte Geheimwaffe. Nichts wie weg! Einfach so wegzulaufen wäre doch ein wenig rücksichtslos, oder? Los, mein lieben Feuer- und Lava-tauglichen Pokémon! Lass die beiden Menschen herunter, keine Umständen vorbei! Ja! Oh, Clutexo. 4 Stück davon. Die aufgebracht sind. 4 Clutexo, die den Weg da oben bewachen. Okay. Du hast es gerade selbst gehört, nicht wahr? Jede Unachtsamkeit wird sich bitter rächen. Wir müssen unser Bestes geben. Jo, das werden wir. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Man hört schon, dass die Clutexo da oben richtig die Party schmeißen. Und mich haben sie nicht eingeladen. Tja. So, lass aufpassen. Ich fange mal eins. Ein Clutexo. Dazu Clutexo brauche ich nicht viel erzählen.
Weiterentwicklung von Lumanda. Blindfahr, du kannst es, auch wenn du aus der Vergangenheit bist. So, und Smogmog, du machst mit. Wow! Und es ist nicht mehr aufgebracht, das Texer oder das erste. Huja, 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 huja. Es greift hier mir so eine Art Flammensäule an. Zum Flammenwurf, glaube ich, ist das nicht. Es muss eine interessante Feuerattacke sein. Fang erst den A. So, Gruppe Feuer, Pokestärke Feuer, Fähigkeit Brand 2. Ja, Kludexo ist cool. Auch letztendlich Klurak natürlich. Au. So, ein Kludexo reicht mir. Ich verzieh mich. Danke. Ah, hier ist sogar ein Kamaup. Habe ich nicht schon? Nein, habe ich noch nicht. Na dann, komm her, Kamaup. Bodenfeuer-Pokémon. Also eine Vierfachschwäche zu Wasser hat. Blub, 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 blub. So, Boden dürfte ja auch sehr gut sein. Oh ja, das ist mir sehr gut hier. Besser wie Blindfahrer, obwohl Blindfahrer vierfach effektiv ist. Ja, das ist, weil Blindfahrer aus der Vergangenheit ist. Einfach so. So, Pichu, komm auch mal wieder her. Dum, 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 dum. Ach man, hat schon kurz getan, aber es war da. Und dafür gibt's einen neuen Falcon-Level. Yay! 25. So. Eindruck von Kammer auf. Gruppe Feuer, Pokestärke Feuer. Ist ein Bodenfeuer-Pokémon mitnehmen? Nein. Danke, brauche ich nicht. Auch wenn Pokestärke Feuer ziemlich cool ist. So, hier sind noch ein paar mehr. Bloß nicht in die Lava treten, Leute. Denn, ja, die ist ein bisschen heiß. Hallo! Das ging aber gründlich daneben. Da bleibt uns jetzt wirklich kein anderer Ausweg, als uns aus dem Staub zu machen. Oder zumindest jemand Gerückstaub aufzuwirbeln. Los, Pokémon! Zeigt diesen Ranger! Ein Klotexo und ein Kamaup zusammen. Das wird eine ziemlich feurige Angelegenheit. So. Plumms! Mit Pokestärke Boden kommt man hier schon mal ein bisschen weiter. Denn die ist auch sehr stark. Pichu, du hilfst mit. Gut, und nochmal ein bisschen Boden. Problem an Feuer-Pokémon ist, sie haben so viele Schwächen. Wasser, Boden, Gestein. Habe ich das vergessen? Wasser, Dünn. Klemmt jetzt nicht ein. Also schon ein ziemlich aggressiver Typ, der Gruppe Feuer. Also der Typ Feuer. Defensiv schon, aber offensiv ist er wirklich gut. Wir haben alles gegeben und dennoch verloren. Oh, es bleibt uns wirklich nichts anderes, als weiter zu suchen. Weg hier! Ich bin ganz der Meinung. Tschüss! Ciao! Und sieh ja! Tja, ich schau noch, was hier ist. Wir kommen irgendwie da war was. Oh ja! Ein. Nicht Kamaup. Ein Kamarupt. Die Weiterentwicklung von Kamaup ist hier. Ich habe gewusst, da war noch was. So, Blumps! Einmal Pokestärke Gift reingepfeffert, damit die Leiste nicht runtergeht. Und wow, brennt das hier lange. Ja, Kamarupt ist ein interessantes Pokémon. Es ist zwar ein bisschen langsam und hat eine Vierfachschwäche zu Wasser, aber es ist auch cool. Wegen den Feuer-Bodentypen. Vierfachschwäche Wasser. Pflanze ist normal effektiv. Was haben wir noch? Eis ist normal effektiv. Boden ist sehr effektiv, Gestein ist dafür auch normal effektiv. Also wenn der Gegner kein Wasser mit hat, ist Kamarupt eigentlich ein cooles Pokémon. So, Commander, ich lasse dich mal weg, frei hier. Ich brauche dich nämlich nicht mehr, leider. Gut, Leute, dann schauen wir hier, was die Pokénepper hier am Vulkan eigentlich alles wollen, außer Lavados. Das wissen wir ja schon, dass die Lavados wollen. Aber ob Lavados auch wirklich hier ist? Wir werden es im nächsten Part erfahren. Darum sage ich jetzt schon, bis zum nächsten Part. Wir werden uns genau hier wiedersehen. Bis dann und ciao.